Es gibt in Deutschland eine bildungsbürgerliche Schicht, die größtes Interesse daran hat, dass es keine Schule gibt, auf die alle Kinder gehen. Die haben einen hartnäckigen Kampf, führen die, dass die Gymnasiasten unter sich bleiben. Und wenn das pädagogische Zimmer falsch ist, ist denen vollkommen egal. Es geht darum, dass es eine bildungsbürgerliche Oberschicht gibt. Und wenn sie konservativ genug ist, ist ihr das Schicksal des unteren Drittels der Bevölkerung vollkommen egal. Und die Vermutung liegt ja nahe, ich meine, da muss man ja keine Verschwörungstheorie aufbauen, dass man Leute, die blöd sind, besser regieren kann, weil man sie besser bescheißen kann. Und wir erleben in Deutschland, dass der soziale Konsens, der nach dem Krieg existiert hat, aufgekündigt worden ist. Mhm. Es ist erkennbar, den Regierenden ziemlich egal, was mit einem Drittel der Bevölkerung passiert. Dieses Drittel verarmt, verblödet, verelendet. Und es wird billigend in Kauf genommen. Die werden, dann regt man sich auf, dass sie so viel Bier trinken, aber in Wirklichkeit müssten sie eigentlich froh sein. Bier ist ein Beruhigungsmittel. Ab und zu randalieren sie, schlagen sie aber gegenseitig einen Schädel ein, was ja dann auch wieder praktisch ist. Dann kann man umso besser mit dem Finger auf sie zeigen. Dann stellt man ein bisschen mehr Polizei ein. Und dann ist der Ekel auch größer. Man kann sich zum Beispiel auch wunderbar, was ich absolut zum Kotzen finde, als elitäre Oberschicht hinstellen und sagen, diese dicken Hartz-IV-Kinder, ekelhaft. Außerdem sieht man doch, dass die nicht arm sind. Nicht? Dann werden sie ja dünn. Stimmt ja gar nicht mehr. Ja? Die Unterschicht in Amerika ist die Unterschicht vollgestopft mit Scheißdreck. Ja? Die werden gemästet mit Dreck. Und zwar nicht aus Versehen. Ja? Weil er billig herzustellen ist. Und den kriegen sie dann. Und dann zeigen sie noch mit dem Finger auf den und sagen, sind die eklig. Also eine super Nummer. Also ich glaube, dass es das Regieren unter einem bestimmten Blickpunkt einfacher macht, wenn man ein Drittel der Bevölkerung schlichtweg ignoriert. Dass das gesamtgesellschaftlich auf eine Katastrophe rausführt und dass es für die Wohlhabenden, die etwas reflektiert sind, dazu führen kann, dass sie ihren Wohlstand nicht so genießen können, als wenn sie die Bevölkerung einfach einen Teil davon mitnehmen würden. Soweit wird in der Regel nicht gedacht. Es gibt in England den, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, Robin Hood Index, und der sagt, ab einer bestimmten, wenn sich die Kluft zwischen Reich und Arm beliebig vergrößert, dann haben die Reichen weniger Genuss an ihrem Reichtum. Und wenn diese Kluft nicht zu groß ist, dann genießen die weniger Reichtum viel mehr, weil dann die Spannungen innerhalb der Bevölkerung nicht so groß sind. Also man könnte es jetzt auch auf Deutsch sagen, oder? Dann kriegen sie keiner aufs Maul auf der Straße. Ihre Autos werden nicht abgefackelt. Sie müssen nicht so viel Geld ausgeben für den Sicherheitsdienst und Elektrozaun drumherum ziehen. Das wäre jetzt die drastische Konsequenz. Mhm. Aber diesen Robin Hood Index finde ich eine sehr schöne Idee. Und der steigt in Deutschland. Das heißt, nicht nur in Deutschland leider, aber bei uns, so wie er seit Existenz der Bundesrepublik noch nie war. Warum mich das so beschäftigt, hat einen ganz persönlichen Grund. Ich bin aufgewachsen, ich bin Jahrgang 49. Ich bin Mitte der 50er Jahre in die Schule gekommen und bin in einer Zeit in die Schule gekommen, als die Schule relativ durchlässig war. Ich war in Hessen, war eine sozialdemokratische Regierung und es war erwünscht damals, dass Arbeiterkinder auch aufs Gymnasium kommen. Das ist heute schon nicht mehr der Fall. Mhm. Das war damals aber auch neu. Ich habe immer gedacht, das wäre eine Errungenschaft der Sozialdemokratie. Das war es aber gar nicht. Ich habe lang gebraucht. Ich musste 40, 50 Jahre werden, bis ich mal irgendwo gelesen habe, was dahinter steckte. Das war der sogenannte Sputnik-Schock. Mhm. Als der Sputnik auch die amerikanische Lufthoheit gefährdet hat, weil er auch über Amerika geflogen ist, haben die Amerikaner ein gewaltiges Projekt in Gang gesetzt, um diesen Vorsprung einzuholen. Und mit denselben Ideen sind sie nach Westeuropa gekommen und dann wurde auch in Deutschland propagiert, Arbeiterkinder aufs Gymnasium. Alle Bildungsreserven sollten ausgeschöpft werden, aber nicht, um eine solidarische Gesellschaft zu formen, sondern um uns wirtschaftlich und entwicklungstechnisch voranzubringen. Ich habe da sehr von profitiert. Das ist aber weg. Ja, ich meine, das Motiv konnte mir egal sein. Hauptsache, ich habe es geschafft, mhm. Sag mal, ins Bürgertum aufzusteigen. Das ist ein toller Platz, also möchte nicht da unten geblieben sein, ja. Aber das ist heute fast nicht mehr möglich. In Deutschland hat ein Arbeiterkind viel weniger Chancen, einen guten Bildungsabschluss in universitären oder einen Schulabschluss in guten zu machen als früher. Weil es denen wurscht ist. Wir sind auf dem Niveau von Moldawien in Bezug auf das Geld, was wir pro Kopf an Bildung ausgeben. Nichts gegen Moldawien. Ja. Also erstmal habe ich eine spezielle Bank. Ich habe mein ganzes Geld von den Banken abgezogen und habe alles zur GLS, weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist, der Name ist großartig. Genossenschaft für Leihen und Schenken.
Das ist die Anthroposophenbank, die über 20 Jahre lang ein Schattendasein in Deutschland gefristet hat. Und da waren nur die Anthroposophen und die Waldorfschulen. Sonst gab es bei der Bank nichts. Und die hat in den letzten 5 Jahren ist die praktisch explodiert. Die findet gar nicht so schnell Leute, wie sie einstellen muss, damit sie die Kontoeröffnungen nachholen kann. Alle rennen zur GLS, weil die an all diesen Geschäften keine Teilhabe hat, legt alles offen, grundsätzlich. Und wenn man sein Geld da anlegt, kann man sich aussuchen, wofür es angelegt wird. Die geben einem eine Liste, sagen hier, das machen wir. Ihr könnt es normal anlegen, könnt es uns überlassen, ihr könnt sagen da, da, da. Und dann gibt es noch ein paar Projekte, kriegt ihr 1% weniger, wenn euch das wichtig ist. Also mit denen komme ich sehr gut aus. Und den Rest, der da nicht unterzubringen ist, den gebe ich an Leute, die verzweifelt oder manchmal auch gar nicht verzweifelt, sondern gut gelaunt gegen diesen Mainstream arbeiten. Das lässt mich besser schlafen. Alles, was ich früher der Kirche gegeben habe und etwas mehr, gebe ich lieber dahin. Also, wir gehen zu Piloveri, das muss euch nichts sagen, das ist ein selbstorganisierter Genossenschafts. Hof, der ein bisschen teuer ist, aber ich verdiene ja gut. Ja, okay. Und der springende Punkt ist, und deswegen mache ich es, muss man ernsthaft so sagen, die haben 40 Leute beschäftigt. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor in so einer ländlichen Region. Mhm. Die haben 3 Lehrlinge und ihr Ziel ist, sie wollen immer alle Lehrlinge auch übernehmen, wenn es irgend geht. Und die zahlen sich selber, die 4 Geschäftsführer, ein wirklich bescheidenes Gehalt. Und da sind wir Anteilseigner und deswegen essen wir auch deren Gemüse, weil wir keine Zinsen kriegen, sondern essbare Gutscheine sozusagen. Und so haben wir so ein paar Sachen. Vor allem in der Region finde ich das wichtig, weil das eben auch so eine nicht industrielle Region ist und in diesen Dörfern, denen man ja, wenn man genau hinguckt, ansieht, dass die jungen Leute langsam weggehen, weil sie einfach da keine Arbeit finden. Wenn man irgendwas machen kann, um in der Region Arbeitsplätze zu halten, dann bin ich da gerne dabei und engagiere mich. Und mit zunehmendem Alter mehr, weil ich auch weniger arbeite und deswegen dann mehr zu Hause bin. Und dann habe ich wieder ein bisschen Luft, vor allem, seit ich kein Fernsehen mehr mache, Benefizveranstaltungen zu machen. Und das geht eigentlich ganz gut. Ich suche eher selber nach Leuten, die auf solche Ideen kommen. Und dann sage ich, eine super Idee, unterstütze ich oder bin ich dabei? Mir fällt wenig ein, auf der Bühne fällt mir immer was ein, im realen Leben viel weniger. Es beunruhigt mich, dass man manchmal den Eindruck hat, dass die katholische Kirche sich mit dem Islam zusammen gegen die Vernunft und die Aufklärung verbündet. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und dann kann ich, um das Ganze abzurunden, aber da muss ich mich wirklich vorbereiten, noch sagen, es gibt, und das ist keine Theorie, in den USA eine sehr große, sehr weit verbreitete Strömung bei den Evangelikalen, also praktisch die christlichen radikalen Fundamentalisten, nämlich die orthodoxen jüdischen Fundamentalisten, die islamischen Fundamentalisten und die evangelikalen christlichen Fundamentalisten auf der ganzen Welt. Die haben ein gemeinsames Ziel. Da steht, also die reden da vielleicht nicht drüber, vielleicht tun sie es sogar, aber es ist in ihren Büchern nachzulesen. Sie arbeiten auf Armageddon hin. Sie arbeiten auf die große letzte Schlacht, erklärtermaßen. Und sie wissen sogar, wo sie stattfindet. In Jerusalem, auf dem Boden des Heiligen Landes. Und es gibt manchmal Momente, da denke ich, sie kommen gut voran. Ganz super, ja. Und Ahmadinejad findet die Idee übrigens toll mit dem Armageddon.